So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Neue Werkstatt. Hier in der Werkstatt ist es saukalt, deswegen bin ich hier mit Mütze und Schal unterwegs. Aber ich versuche heute mal dieses Video hier zu beginnen. Und zwar geht es heute darum, ich werde euch zeigen, wie man sich einen motorisierten Kameraslider für die Werkstatt baut. Das ist mit Abstand die häufigste Frage, die ich über YouTube, Facebook und Instagram bekommen habe 2017. Deswegen starte ich jetzt das Jahr 2018 gleich mal mit einer Videoreihe zu diesem Thema. Ich habe mir das System, welches ich euch zeigen werde, vor 2 Jahren in etwa selber auch gebaut. Ich habe mir die Teile besorgt bei der Firma Mädler und bei der Firma Igus. Igus ist der Hersteller, der die Führungsschienensysteme herstellt, und die Firma Mädler ist das Unternehmen, das unter anderem auch Zahnstangen herstellt. Also wenn man irgendwie Zahnstangen benötigt, dann wird man wahrscheinlich um die Firma Mädler nicht drumherum kommen. Genauso bei den Führungsschienen, da ist die Firma Igus auf jeden Fall so der Platzhirsch hier auf dem Markt. Und die beiden haben mir das Ganze zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Heute in diesem ersten Teil werde ich euch zeigen, wie man denn die Zahnstange an die Führungsschiene bekommt, was man da beachten muss, wie man da vorgeht, wie man sich auch so eine Zahnstange verlängert. Da gibt es einige Dinge zu beachten, auch zum Thema Kamerasicherheit. Ihr wollt ja, dass die Kamera nicht irgendwie von der Schiene fällt. Und ja, darum wird es in diesem Video gehen. Ihr solltet auch nicht vergessen, dass ich zum Abschluss ein Video machen werde, wo ich Fragen von euch beantworte. Sofern Fragen auftauchen, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Macht einfach einen Tag dazu, damit ich die ganzen Sachen rausfiltern kann. Und zwar einfach Tag Frag NW, Frag Neue Werkstatt. Und dann kann ich die ganzen Sachen rausfiltern und dann in einem geschlossenen neuen Video beantworten, sofern Fragen auftauchen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. So, die Sachen sind auf jeden Fall gut verpackt bei mir angekommen. Das hier ist von der Firma Mädler, das sind die Zahnstangen. Hier in dem großen Paket, da ist die Laufschiene drin mit dem Schlitten, glaube ich. Ich werde das gleich mal aufmachen. Und in der Kiste habe ich alles für die Elektronik, sprich Handsteuerung, Kabel, Motor für den Schiebeschlitten, der dann motorisiert hin und her fahren kann. So, jetzt haben wir hier einmal die Laufschiene mit 1,80, so habe ich sie auch bestellt. Hier haben wir den Schiebeschlitten, der auf diese Stange draufkommt. Dieser Schlitten, der gleitet ungeschmiert. Der besteht hier aus einer Aluminiumplatte und aus 4 dieser Gleitlager. Diese Gleitlager sind hier mit einer Innensechskantschraube befestigt. Ich löse das mal. Auch genau in diesem gelösten Zustand muss das Ganze auf die Schiene aufgebracht werden. Und wenn das auf der Schiene drauf ist, dann wird es erst festgezogen. Und zwar wird es hier so drauf gesteckt. Das muss auch ganz, ganz leicht gehen, damit diese Kunststofflager, die dort drin verbaut sind, nicht beschädigt werden. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. So, nachdem das jetzt drauf ist, fixiere ich die Schrauben. Und jetzt sollte das Ganze hier auch schön leichtgängig laufen. Wenn man sich so einen Kameraslider bauen will, dann ist es absolut wichtig, dass hier auch diese Schiene und dieser Schlitten auch null Spiel haben. Jetzt kommen wir mal zu dem Paket von der Firma Mädler. So, und hier sehen wir auch schon die Zahnstangen, die wir für dieses Projekt brauchen werden. In diesem Teil wird es darum gehen, wie ich diese Zahnstangen und an welche Position ich diese Zahnstangen an diese Alu-Linearführung befestigen werde. Da gibt es nämlich einige Dinge zu beachten, unter anderem auch bei der Verlängerung dieser Zahnstange und auch bei den beiden Enden. Deswegen ist es auch auf jeden Fall wichtig für euch und eure Kamera, dass ihr euch das ganze Video anschaut, weil das ist nämlich auch wichtig, dass die Kamera auch nicht runterfallen kann. Was ich mir auch noch schon bereits vorbereitet habe, sind solche Siebdruckplatten, die ich genau auf die Breite dieser Zahnstangen zugeschnitten habe. Die sind vielleicht 1 mm breiter, aber das ist nicht weiter schlimm.
Und zwar werde ich bei der Verlängerung bzw. bei der Befestigung so vorgehen, dass ich hier nicht direkt diese Kunststoffzahnstange auf das Aluminium befestigen werde, sondern ich werde im ersten Schritt die Holzleiste an dem Kunststoffprofil befestigen und anschließend das Holz auf das Aluminium befestigen. Ich habe ja bereits am Anfang schon erwähnt, dass die zwei Zahnstangen zusammen 2 Meter ergeben. Das ist natürlich zu lang für dieses Slider-System. Es ist auch enorm wichtig, dass an den Enden freistehen. Das heißt, dass die Zahnstangen in etwa 4 cm vor der Führungsschiene aufhören. Ich habe das Ganze jetzt hier einfach mit der Japansäge abgeschnitten. Kunststoff lässt sich damit ganz gut schneiden. Ihr könnt das natürlich auch an der Tischkreissäge machen oder wo auch immer. Dieses Stück ist enorm wichtig und wozu man das braucht, das zeige ich euch später noch. Also das auf jeden Fall aufheben. Ich werde das Ganze jetzt bohren, senken und hier mit ganz kleinen Schrauben an diesem Profil, an dieser Zahnstange befestigen. Dazu nehme ich ganz kleine Holzschrauben mit Senkkopf, die hier dann auch schön drin sind. Das muss absolut plan sein oben, weil die Seite ja letztlich auf das Aluprofil befestigt wird. Und da wollen wir natürlich keine Wölbung drin haben, immer wo eine Schraube ist. Deswegen muss die Schraube da auch schön versenkt werden. Schritt habe ich jetzt die Siebdruckplatten an die Zahnstangen befestigt. Ich habe das Ganze hier jetzt gebohrt, gesenkt und mit kleinen Schrauben befestigt. Als nächstes werde ich jetzt hier an dieser Führungsschiene mir die Maße markieren, um hier auch nochmal ganz sicher zu gehen. Habe ich jetzt nochmal den Schlitten drauf gemacht. Der fährt hier auch ganz knapp drüber. Also da ist ein Abstand von, ja, 3 mm, 4 mm und das ist genau perfekt. Also ich habe jetzt hier auch eine 0,9 bzw. eine 9 mm Siebdruckplatte verwendet. Diese 9 mm Siebdruckplatte zusammen mit dieser Zahnstange ergibt halt genau dieses Maß, dass ich jetzt hier ungefähr 3, 4 mm Abstand zu diesen Aluführungsschlitten habe. Ich weiß ja, dass meine Siebdruckplatte bzw. die Zahnstange, die hat 15 mm, die Siebdruckplatte hat um die 16 mm in etwa. Und daran orientiere ich mich auch. Ich nehme jetzt hier 8 mm, die ich mir auf meinen Anreißzirkel einstelle. So, jetzt messe ich da nochmal gegen. So, die Kerbe ist jetzt hier schön markiert. Das sind auf jeden Fall die Punkte, wo dann auch die Bohrungslöcher hineinkommen. Damit ich dann auch keinen Fehler mache bei der ganzen Sache, werde ich mir das jetzt mal so ausrichten, dass ich weiß, welches Teil wohin kommt. Diese zwei Stirnseiten, die gehören zusammen. So, nachdem ich mir jetzt hier meine Bohrungslöcher markiert habe, in jeweils in etwa 10 cm Abstand zwischen den Schrauben der Zahnstange, werde ich mir hier noch die Mittelpunkte mit einem Körner markieren. So, als nächstes kommen wir jetzt zu der Anbringung der Zahnstangen. Hierfür habe ich mir ja schon bereits Markierungen gesetzt, welche Teile wohin kommen.
So, jetzt kommen wir zu der nächsten Seite, sozusagen das Anschlussstück. Das halte ich mir jetzt hier ran. Und jetzt kommt die Besonderheit mit dieser Restzahnstange. Und zwar dient die dazu, dass man hier den perfekten Übergang zu diesen Zahnstangen hat. Wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel nicht damit anpasst, dann kann es sein, dass hier eine minimal größere Lücke besteht, dass hier ein unterschiedlicher Abstand herrscht und dementsprechend würde das Zahnrad hier einfach ganz anders agieren und dementsprechend könnte es dann im Film zu einem Ruckler kommen oder so. Und daher ist es ganz wichtig, dass man mit einer bestehenden Zahnstange sich das Ganze hier einstellt. Im Grunde schaut es so aus, die Zahnstange kommt ran, diese Zahnstange kommt oben drauf und wird einfach daran fixiert. Und somit können wir uns sicher sein, dass die Verzahnung an der Stelle den absolut gleichen Abstand hat wie die restlichen Verzahnungen. Jetzt haben wir hier die Zahnstange an dieser Führungsschiene befestigt. Das Ganze ist auch super gerade ausgerichtet. Also ich habe das jetzt nochmal gerade kontrolliert. Das ist echt, echt toll. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal besser als der Kameraslider, den ich vorher gebaut habe. Da hatte ich hier auch beim Übergang und so, da wusste ich noch vieles nicht, aber da musste ich ein bisschen rumbasteln. Aber jetzt bei der Version passt das auf jeden Fall super exakt mit rein. Also man merkt auch, dass die Verzahnungen hier wirklich hundertprozentig miteinander übereinstimmen. Und ja, damit wären wir jetzt auch am Ende des ersten Teils. Und im nächsten Teil wird es um diesen Schlitten gehen, um die Anbringung des Motors und des Zahnritzels und auch wir werden uns selber eigene Lager bauen. Dazu habe ich hier schon solche Holzklötze vorbereitet. Super spannend. Ich hoffe, dass dieser Teil euch gefallen hat. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen näher gebracht hat, in welche Richtung das Ganze hier geht. Das wird am Ende hier ein hochprofessioneller Schlitten werden, mit dem ihr wirklich professionelle Aufnahmen machen könnt. Ihr könnt an diesen Kameras leider, könnt ihr am Ende auch Kameras mit 5, 6 Kilo dranhängen. Also das ist hier schon was Anständiges, was ihr dann auch die nächsten zig Jahre haben werdet, wenn ihr das hier anständig baut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch bisher gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach unten da. Und über Kommentare bin ich auch sehr erfreut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Teil wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen.